Hallo liebe Freunde und willkommen zurück bei Minecraft. Ja, wir waren beim Friedhof, wie ich mich erinnere, und da geht es natürlich gleich weiter. Wo auch sonst, ne? Eigentlich traurig, ein Friedhof bauen. Hm. Naja, hier kommen dann noch so bla 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 und ich habe mir überlegt, ne? Also jetzt kommt's, jetzt renne ich wieder auf, ich bin so doof. Aber, ne? Man kann dann hier reingehen. Und dann bauen wir hier einen Thron für die Katze. Die ist dann unsere Königin. Ja, die Königin des Tempels oder so. Weißt du, dass da hier ein Thron kommt, hinkommt und dann sitzt die Katze in der Mitte. Oben. Vielleicht irgendwie mit Goldblöcken oder so. Wir haben ja genug Gold. Ja, so habe ich mir das jetzt so mal ein bisschen eingebildet. So, es wird wieder Nacht. Dann geht es weiter mit der kleinen Umfrage mit der Katze. Es kommen ja zwei, drei vor. Ja, schon wieder falsch. Zwei, drei Vorschläge. Aber ja, so richtig, also jetzt nicht beleidigt sein, aber so richtig gefallen tun sie mir nicht, bis auf diese Einnahmen, aber den würde ich für einen Hund aufsparen. Und somit würde ich diese Katze, also die da, die Luna-Klon-Katze, die würde ich gerne auf den Grabstein vom Grab von Luna setzen. So als Statue oder Statue oder als irgendwie so weißt du, wie ich meine, ne? So als Nachbildung der Katze. So habe ich mir das gedacht und ich muss mal ganz kurz was gucken. Moment mal ganz kurz. Sorry dafür, fängt ja wieder gut an, aber das muss jetzt sein. Warte mal, ich muss mal hier da muss ich, ja gut, okay, passt. Okay, jetzt geht's weiter. Ich muss nochmal... Ozelot! Ozelot! Was machst du hier drin? Ozelot! Ja! Nein, Studie jetzt entschieden. So, jetzt gehen wir erstmal kurz hier rein. Und hier steht Angoria! Es ist Angoria. Die guckt natürlich wieder ganz interessiert in die Wand. Die hat ja auch nichts Besseres zu tun. Das ist der neue Fernseher. Weißt du, im Fernseher kommt ja so viel Inhalt, wie wenn du gegen eine Wand guckst. Hallo, lieber Fernseher. Ah, jetzt guckst du uns an. Wow, Wahnsinn. Angoria! Juhu! Ah, Punkt. Bitte Folge angucken. Ja, heute ist wieder der Tag, wo ich die letzten zwei Folgen rausgehauen habe. Ich nehme morgen hier auf den letzten Trigger auf. Ich weiß auch nicht warum. Das muss ich mir mal unbedingt abgewöhnen. Tut mir auch sehr leid dafür, aber naja, ihr merkt es ja nicht, ne? Na gut, ihr merkt es schon. Ich erzähle ja davon, ne? Ja, so, ja, ich überlege gerade. Wie ihr merkt, wahrscheinlich. Wir könnten, theoretisch können wir hier irgendwas mitnehmen überhaupt. Irgendwas? Gar nichts? Scheiße. Mist. Hm, dann gehen wir mal ganz kurz ins Lagerhaus. Ins Lagerhäusli. Und schauen da mal, was wir da mal reintun können und raustun können. Und was könnten wir denn erstmal wegtun? Blumen. Das war ja irgendwo hier. Genau, wow. Ich hab mir was gemerkt. Wahnsinn. Dann könnte... Yeah, baby. Dann könnten wir mal ein Brot essen, genau. So, dann könnten wir die Wasser einbrauchen. Wir brauchen noch so eine Hacke. Wo ist denn die Kacke Hacke? Haben wir noch eine Hacke? Die Hägele? Kann ich mal kurz erzählen, ne? Ja, ihr kennt ja diese Eisenhacken. Wir haben... Ach nee, wir haben keine Brot. Ja, ihr kennt ja diese Eisenhacken. Diese Hägeln. Und da war ich schlau, wir haben ja so einen Kirschbaum. Als Kind war das noch, ne? Da habe ich dann... ja, das ist eigentlich toll. Da habe ich versucht, Kirschen mit diesem Ding runter zu schütteln. Das habe ich auch gemacht. So, was ist denn jetzt hier drin? Warte mal. Ja, da habe ich das versucht, mit diesem Ding runter zu schütteln. Und dann, ja, schreiben und erzählen geht es da gut. Muss ich nur empfehlen, kann ich nur empfehlen. Wo tun wir denn das hin? Das sieht doch keiner. Scheiße. Ja, jetzt geht's weiter. Moment. Gleich geht's weiter. Nur noch ein Spot. Oder wie das heißt. Oder wie sie muss sagen, meine ich. Ja, und dann... Scheiße, jetzt haben wir Flint. Verdammt. Nein. Scheiße, wir könnten theoretisch... Komm, wir machen mal hier so. Also, jetzt nochmal. Scheiße. Warte, ich muss erstmal ganz verschreiben. Grüßi, Zeug. Grüßi, Komma. Nee, eigentlich Komma. Nee, ist egal, Zeug. Das Zeug, Mann.
Also, jetzt aber. Ich hab mit dieser Hecke, zum Kirchen mal aus der Schicht jetzt, probiert, die Kirschen runterzuschütteln. So, und dann ist die im Baum hängen geblieben. Das heißt, ich hab die hängen gelassen, weil ich ja weiter schütteln wollte. Und da lagen ja Kirschen unten und die wollte ich hier haben. Und dann... Ja, meine unendliche Intelligenz... Komme ich dann irgendwie so ran? An die Hecke oder so? Warte, ich muss ja mal ganz... Ja, und da gucke ich gerade so dann nach oben. Und dann kommt dieses Ding genau auf meinen Kopf zu. Und dann habe ich seitdem habe ich auf der Stirn so eine kleine Narbe. Ja, so war das. Das hat übrigens etwas weh. Da hatten wir auch einen Besuch, war meine Oma und mein Opa da, glaube ich. Und ja, da habe ich mich dann erstmal ganz versteckt. Ich war ja immer so, weißt du, ich bin mit dem Fahrrad hingeflogen und habe mich erstmal versteckt. Das war immer so, so habe ich das immer gemacht. Und ja, egal was war, ich habe mich immer erst versteckt und habe dann gewartet, wenn es aufhört zu bluten oder, also, ne, zu bluten hat oder bla bla bla, irgendwas halt, ne. Oder damit ich es halt verstecken kann. Das war jetzt Rohstoffe. Rohstoffe. Ja, so war ich als Kind. So bin ich eigentlich heute auch noch. Ne? Also wenn was passiert, dann tue ich mich immer, sag ich mal, erstmal zurückziehen. Ich sage dann einfach, ich gehe aufs Klo oder irgendwas und dann tue ich mich erstmal selber verarzten am besten. Dann tue mal. Dann. Ja. Aber ich weiß nicht, ob das normal ist oder ob es nicht normal ist, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Warte mal, ich mach mal hier. Das mach ich mal weg, das kommt hier hin. Kopf. Kopfless. Stones. Stein. So. Ja, also ich mach das jedenfalls immer so und. Boah. Rüsselzeug. Theoretisch Rüsselzeug ist auch das hier, ne? Verdammt, kann ich es mal aufnehmen. Nein! Egal, wir tun erstmal das hier mit rein, ist egal. Ja, auf jeden Fall habe ich mich schon mal versteckt und dann mich immer erst selbst verarztet. Das war eigentlich immer, weißt du, und dann kam es doch raus. Also zum Beispiel das mit meinen Häkelnarbe-Dingsbums, das kann man ja schlecht verstecken auf der Stirn, ne? Wenn man mal so kann, dann kannst du ja nicht sagen, ich habe eine Mütze auf im Sommer bei 30 Grad oder so. Da war es richtig warm, das weiß ich noch. Ah, scheiße, wir wollten zum Friedhof. Ja, das kam dann natürlich gleich raus, sofort. Aber ich habe erstmal gewartet, bis es aufhört zu bluten und dann, ne, damit es nicht mal ganz so schlimm aussieht. Ja, und das ist dann auch ganz schön lang dick geblieben. Hm. Das war kacke, ey. Ich habe jetzt gedacht, hier ist ein Knopf. Lol. So. Jetzt tun wir erstmal ganz kurz hier dieses Glump wegmachen. Also Glump ist es ja, in dem haben wir Kies mit. Wir haben Kies mit, Gott sei Dank. Ich habe schon gedacht. So, jetzt könnten wir hier einen Gang bauen. So. Ich weiß nicht, ob ich es erzählen soll. Warte mal. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gut. Also 1, 2, 3. Gut. Ja. Da war noch was. Was ist das? Was machst du da? Pam. So. Ja, hier kommt dann nichts. Ja, wir hatten Biologie. Kann ich auch mal kurz erzählen, ne? Biologie hat ja jeder. Und da kam dann halt irgendwann mal das Thema Auge. Weißt du? Die Auge. Das Auge. Ich weiß auch nicht, die Weg. Der Weg. Ich weiß nicht, wie ich auf die Auge jetzt komme. Keine Ahnung. Kein Plan, wir könnten mal den Weg hier rüber bauen. Also sorry jetzt, dass ich den auf dem Friedhof abschweife, aber scheiße. Hat ja sehr lange gehalten, die Schaufel. Wahnsinn. Ach nee, zwei können wir nicht machen, weil wir keine Slots haben. Slots. Ja, wir hatten Biologie und da hatten wir das Auge. So. Und ja, ihr kennt ja wahrscheinlich Softguns oder Softair-Waffen oder whatever. Ihr wisst schon, was ich meine, ne? So, und auf jeden Fall, ja,
wie man halt als Kind so ist, ne? Da hat man diese komischen Dinger und dann ballert man sich ab. Also machen ja auch Erwachsene, aber ja, ist schon cool, sag ich mal, ne? Das ist schon auf jeden Fall sehr geil. So, das Problem ist nur, wenn man, ich glaube, so 20, 25 Meter, also ich sag mal, ich will nicht übertreiben, ich sag mal, es waren 20 Meter, ne? Kann schon übertrieben sein, aber so in etwa war es schon, das passt dann, denke ich schon. Ja, sagen wir, es waren mal 20 Meter. Und die eine Person schießt auf die andere. So. Man mag es kaum glauben. Aber die eine Person war ich, die nicht geschossen hat. Und dann kam diese Kugel auf mich zu. Die wurde sogar immer größer, ich habe sie gesehen, ne? Also in den letzten Millisekunden habe ich Bild für Bild gesehen, also da siehst du die Kugel auf dich zukommen, du kannst nichts machen, ne? Und dann voll ins Auge, ey, leck mich am Arsch, habe ich gedacht. Ich habe mich gleich hingekniet, ich konnte erstmal ein ganzes Stück nicht mehr gucken, ne? Das ging überhaupt nicht mehr, das war dann, boah, ich weiß gar nicht, tagelang rot, wenn es gar eine Woche oder zwei Wochen. Also es war richtig lang, was, Zombie? Zombie? Ja, das war auf jeden Fall richtig lang rot. Das hat mich so angekotzt. Und dann hatten wir halt das Thema Auge und so. Ja, da habe ich hier unten drunter ist eine Höhle oder was? Egal, ich tue jetzt im Schnitt drunter graben hier. Was ist das für ein Lied? Ja, und das war natürlich sehr, sehr toll auf jeden Fall. Dass wir dann das Thema Auge hatten. Und ich halt gerade so ein großes, rotes Fatschauge. Groß war es nicht, aber es war groß. Rot. Groß. Ja, jetzt kommt wieder das tolle Lied hier. Du. So, wir machen hier... Wie machen wir das denn? Ah, jetzt stehe ich vor selben Problem wie Kronk. Und an das Showbild habe ich ja eine Religion eingebracht, sozusagen. Aber hier will ich es eigentlich auch nicht machen. Aber ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Wie mache ich das? Wenn ich jetzt hier unten... Nee, das geht nicht. Wir machen einfach so ein umgedrehtes Kreuz. Oder? Machen wir mal so. Ja, machen wir einfach so ein Plus. So ein schönes Pluszeichen. Sieht ja auch ganz gut aus. Wir können theoretisch auch noch hier... Wer ist das? So Treppen anbringen hier. Dann haben wir es so... Ja, das sieht, glaube ich... Nee, warte mal, andersrum sieht vielleicht besser aus, oder? Warte mal, ich mach mal eben so. Scheiße, ich hätte keinen Stein nehmen sollen. Unsere Diamantspitzhacke ist dafür eigentlich viel zu schade. So. Naja, so richtig einig bin ich mir noch nicht, wenn ich ehrlich sein soll. Aber wir könnten mal probieren. Geht das? Ich weiß es gar nicht. Ob das geht? Nee, geht nicht. Scheiße. Verdammt. Aber das hier ging, ne? Ja, das ging toll. Will ich auch nicht. Ich will das andere haben. Wir könnten aber doch will ich haben. Scheiße. Das wegwerfen und dann das nehmen und das da hinsetzen und dann hier oben drauf das. Weißt du? Ach nee, scheiße. Geht ja gar nicht. Fuck. Warte. Ich hab's gleich. Gleich hab ich's. So, das sieht dann aus wie so ein Pnöbel. Keine Ahnung, was das ist. Aber, ja, ich denke mal, das kann man so lassen, oder? Was haltet ihr davon? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Das sage ich sehr gerne und, ja, ich finde es dann eigentlich geil, Feedback zu bekommen, weißt du? Ob das gut aussieht oder nicht. Und wenn jemand sagt, sieht scheiße aus, dann soll er es besser machen oder mir das schreiben, wie er es haben will. Also, nicht, dass ich das dann alles ändere, aber ich bin ja kein Änderer. Aber ja, man kann ja drüber reden oder mal sich das... Weißt du, dass ich das mal... Warum geht denn das nicht? Leck mich. Ach, das ist, verbindet sich mit den Ranken sogar. Zucker. 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 Zuckerberg. Genau, jetzt haben wir gleich... Oh, die Überleitung war wieder mal fantastisch. Ja, Mark Zuckerberg. Berg. Berg. Also für mich ist es immer der Zuckerberg, weil ja Zuckerberg gesprochen wird. Also sind deine Eltern deutsch. Also oder irgendwie so mit Hintergrund oder so, denke ich mal, ne? Würde ich zumindest mal so behaupten, vermuten, wie auch immer. Auf jeden Fall wäre Zuckerberg Ankuria!
Ich will mal Ankorius sagen. Scheiße. Ja, wer... Naja, Zuckerberg geschrieben wird, wird Zuckerberg bei mir ausgesprochen. Auch hier, na, es gibt ja auch Deutsche, die, John heißen, oder John, sag ich mal. Die heißen beim, die heißen bei mir eigentlich John, aber... Ja, bei anderen heißen sie halt John, weißt du? John Klaus. Klaus John zum Beispiel. Was hieß ich? Ne? Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Machen wir mal so, oder? Ja, das sieht, glaube ich, ganz gut aus. Dunkle Ecke hier. Nicht, dass wieder ein Creeper in die Luft fliegt. Scheiße. Warte mal, wir könnten ja mal... Huch. Geht das? Scheiße. Sieht auch kacke aus, ne? Ah, ich glaube, ich muss Pistons. Ich weiß gar nicht, ob Pistons dafür gehen. Also, die gehen als Tisch, das weiß ich. Aber ich weiß nicht, ob die dann hier Platz dazwischen haben, zwischen den Bänken. Das meine ich. Sonst müsste ich die Bänke hier umsetzen. Dann haben wir hier so einen ganz kleinen Mini-Eingang. Sieht auch schäbig aus.